Willkommen zurück zu Genshin Impact. Das letzte Mal haben wir einiges erlebt mit den Tempeln und sind jetzt drauf und dran, einfach mal hier rumzuschauen, was wir alles Neues können. Und zwar haben wir hier einmal die Abenteurer-Lizenz dazu gekriegt. Da können wir auch ein bisschen schon was an Fortschritt vermerken, wenn ich das hier richtig sehe. Das heißt, wir sind fleißig durch die Lande gezogen. Okay, und das steht noch aus. Wird sich aber sicher auch im Laufe unserer Karriere ergeben. So, dann haben wir Aufträge. Und zwar können wir hier noch nicht weitermachen. Da brauchen wir erst Abenteurerstufe 10, um in Mondstadt den zweiten Akt einzuläuten. Das heißt, da müssen wir uns irgendwie anderweitig leveln, damit wir da weitermachen können. Denn ich fand das jetzt echt interessant. Dann haben wir hier zwei Legendenaufträge. Einmal von Amber und einmal von Kaya. Oder Kaya sagen ja ganz viele, aber ich finde, das steht ja irgendwie Kaya. Den von Lisa können wir noch nicht machen. So wie hier oben auch der Auftrag. Und es gibt noch einen Weltenauftrag, aber da gucken wir dann mal, wie wir das alles regeln. So, ich habe auch übrigens herausgefunden, wie wir unsere Teammitglieder wechseln können. Und zwar unter Truppe kann ich endlich mal Lisa ausrüsten. Die ist zwar ein bisschen underleveled, aber ich möchte sie auf jeden Fall mal im Team haben. Das heißt, wir haben hier die drei Mondstädter. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich fange gleich mit Ambers Legendenauftrag an. Ich guck mal gerade, was ist das? So, genau, das ist noch die Tagesbelohnung, die wir hier kriegen können. Ist nur noch 2 Tage gültig, das heißt, da ist leider, kann man da nicht mehr so viel rausschlagen. Belohnung hole ich mir später dann. Ist ja jetzt komplett irrelevant. Ich weiß nicht, was diese magische Hydrotür da bedeutet. Und mal sehen, wo ist es denn? Hier, mit dem Gleiter in die Luft. Dann gucken wir mal, wo die Amber auf uns wartet. Denn sie war ja auch unser erstes Teammitglied. Deswegen möchte ich auch ihre Bitte zuerst erfüllen. Ich weiß ja nicht so ganz, was ein Legendenauftrag ist, aber vielleicht tun wir ihr einen Gefallen. Und ich würde sagen, danach machen wir Kaya und dann Lisa, so wie sie uns auch chronologisch beigetreten sind ins Team. Das ist mal ganz praktisch hier mit der glänzenden Spur. Okay, wir gehen wieder da in Richtung Statue. Aber jetzt ist hier die goldene Spur irgendwie weg. Ist aber nicht so schlimm, denke ich, weil sie ja hier irgendwo warten muss. So, da ist sie. Hey, Amber. Hey, Traveler! I've been looking for you everywhere. How's that wind glider I gave you last time? Ich habe ihn noch nicht, glaube ich, so wirklich ausprobieren können. Seems like it's really growing on you. Jo. But then again, you don't have a gliding license, do you? Oh, müssen wir einen haben?
Aber Paimon hat doch auch gar keinen. Die fliegt doch auch. A gliding license? Hm, what's that? Oh, isn't it obvious? You gotta have a gliding license to legally glide in Mondstadt. Okay, das ist neu. Oh, but we've been gliding for ages now. This is the first we've heard about it. Gut, dass uns keiner kontrolliert hat. Yeah, you've been gliding all over the place. Everyone's noticed. Oh. Wir waren also schon im Gespräch. So, you came looking for us because you want to give us a gliding license? No way. The Knights of Favonius have strict rules. Okay. You need to pass an exam and only then will the knights issue your license. Ja, wir wollten ja auch eine Prüfung machen. Wir wollten das nicht einfach geschenkt haben. Today, I'm here as an examiner to oversee your official gliding exam. Okay. I gave you your wing glider, so this is my responsibility. At least that's what acting Grandmaster Jean would say. Okay, hat sie es gar nicht abgesprochen, oder? An exam? What a pain in the butt. Then again, since Amber is the examiner. Ach, wir schaffen das schon, oder? Ich finde, so ein Auge zudrücken hört sich immer so komisch an. I'm sure you'll glide through it. Ja. I mean, the whole city saw how well you flew the day that Stormterra attacked, so I'm sure you'll have no problems. Ja, das war auch krank. But we do need to respect the rules and glide properly. Ja. Here, take this gliding manual. No need to memorize it. Just be familiar with everything in there. Okay, vielleicht so ein Step-by-Step Tutorial. For example, only one person per wing glider. No carrying anything over the set weight limit. No taking off using an animal slime, and so on and so forth. Anyway, be sure to read it, okay? I had to read a load of big, thick books too when Lisa was teaching me magic. Oh, es gibt also doch Magie. Wow, that's a big old book! Paimon thinks we best get started. Great, come find me when you're done. I'll be at Windrise. Okay, müssen wir das jetzt erstmal lesen, oder? The Knights of Favonius Gliding Manual does not sound like a fun read. Ja, dann lass uns mal anfangen, ne? Vielleicht ist das so ein Tutorial nochmal. Nachdem Amber ihres Weg... Was? So schnell kann ich nicht lesen. When the first wisp of wind brushed across the land, birds that yearned for the sky had wings, but no way to fly. They asked the animal god, how can we reach the heavens? To which the animal god replied, you have yet to find that which is most important. As the god spoke, the wind thrust the seeds of a dandelion high into the sky. The birds thrust out their wings, but the breeze was all too mild, leaving them to stumble across the earth. So they went to the gorge, where the wind showed off its wild and incomparable strength. They threw themselves off the cliff and flapped their wings amongst the howling winds until they were able to fly freely in the sky. To the animal god they went to gleefully say, we understand now. All we needed was a stronger wind to fly. In reply, the animal god said, what you lacked was not wind, but courage. It is courage that has allowed you to become the first flying birds of this world. Was war das denn? Hmm, that's a cool story. But is the Knight's Gliding Manual really written in that style? Ich find's ehrlich gesagt sehr, sehr faszinierend, gerade wie es erzählt worden ist. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber irgendwie kam mir der Animogott ein bisschen bekannt vor. Also es sieht ja aus wie die Statue, die da auf jeden Fall steht. Ah, ich weiß nicht. Macht das einen Unterschied, welche Antwort ich nehme? Aber es hat mir wirklich, wirklich gut gefallen, wie das jetzt gerade erzählt worden ist. Huh.
Anyway, let's go find Amber. Von Wind, Tapferkeit und Flügeln. Sehr süß, dass ihr Sternbild einfach ein Hase ist. Das passt ja zu ihr. Okay, der Prüfungsort ist ein bisschen weiter weg. Am pfeifenden Abhang. Guck ich mal, ob ich sie finden kann. So, haben wir das Buch denn auch gekriegt? Kann ich da nochmal drin nachlesen oder so? Ah, okay, hier habe ich noch ein paar neue Items. Die Löwenzahnsamen. Ich weiß nicht, hatte die nicht jemand gesucht? Ah, wir haben ja noch so andere. Bei den Göttern Vorwort. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, wie ein Leben ohne die Götter wäre? Untersuche gemeinsam mit dem Autor den Götterbegriff auf logisch und doch humorvolle Weise. Ui, das ist aber ein langer Text, aber ich guck mal. Wenn unsere Wahrnehmung nicht durch die Götter und die Kathedrale eingeschränkt wird, werden wir erfahren, dass die Menschen in Mondstadt im Norden von Teyvat ihre alte Kultur von Jahrzehnten bewahrt haben, selbst nachdem sich Barbatos, der Gott des Windes, versteckt hatte. Betrachtet man den Alltag der Mondstädter aus einer höheren Perspektive, so zeigt sich, dass sich die Menschen die freie, unbeschwerte Natur teilen, die vor allem auf ihre großzügigen und angenehmen Lebensbedingungen zurückzuführen ist. Das überschüssige Getreide wurde zur Quelle für Bier und dieses nährte ihr lockeres Temperament nur noch weiter. Vor allem hatte der Gott des Windes ihnen nie beigebracht, wie man Wein macht und schwelgt. Das haben sie selbst entdeckt. Es ist jedoch nicht meine Absicht, meine Leser glauben zu lassen, wir können ohne die Götter auskommen. Ganz im Gegenteil, wenn Barbatos die warme Monsune nicht mit seinen göttlichen Kräften nach Mondstadt geführt hätte, wäre Mondstadt dann immer noch so voller Ressourcen, um die Biere zu brauen, die es braucht? Natürlich müsste ich dies verneinen. Mondstadt ist eine Stadt gelegen im Landesinneren und hätte Mühe gehabt, sich selbst zu versorgen, wenn Barbatos nicht dafür gesorgt hätte. Wenn wir in der Geschichte zurückblicken, sieht man, dass Mondstadt auf einem Teil des Landes liegt, das einst zugefroren war, wo die Lebensbedingungen hart und das Brauen praktisch unmöglich waren. Es war die Macht von Barbatos, die alles veränderte. Okay, Barbatos ist hier der Gott des Windes. In der Tat ein weit ausholendes Vorwort, aber ich hoffe dennoch, dass meine Leser beim Lesen meines bescheidenen Buches eines im Hinterkopf behalten. Während es die Macht der Götter ist, die unser Lebensumfeld geschaffen hat, sollten wir uns der Tatsache bewusst sein, dass das, was unser Denken, unsere Logik formt, Kultur, okay, das ist aber hier sehr, sehr gehoben auf jeden Fall, Philosophie und Ästhetik nicht die Götter selbst sind, sondern das objektive Umfeld, das um uns herum existiert. Okay, hier ist dann nochmal die Abgrenzung, was so der Gott geschaffen hat und was sich die Gesellschaft selbst geschaffen hat. Dieser Welt um uns haben wir geerbt und dieses Buch zeigt, dass die Menschen in Teyvat immer Erben einer göttlichen Hinterlassenschaft waren und immer sein werden, aber nicht Erben der Gottheiten selbst. Okay, das Buch heißt auch bei den Göttern Vorwort. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es auch noch ein richtiges Buch dazu gibt, weil ein Vorwort ist ja nur das vordere Kapitel eines Buches, bevor man richtig, also es ist wie so eine kleine Einleitung, ja, stilistisch gesehen. Aber ich finde das sehr, sehr faszinierend, dass jetzt mehr auch über den Anemo-Archon gesprochen wird. Und das ist jetzt hier das Buch, was uns Amber gegeben hat von Wind, Tapferkeit und... Okay, wir können uns das nochmal angucken, das ist ganz cool. Aber
but no way to fly. Ich glaube, wir haben uns das ja eben gut genug angeguckt. Hier gibt es noch Geschichte der Königshäuser, Prolog, ein Fachbuch mit mühevoll verfassten Darstellung der Geschichte Mondstadts, die das Buch so akkurat wie möglich machen sollen. Editiert und herausgegeben wurde es im Nördlichen Institut für Geschichte. Vom. So, okay, das ist auch nochmal ein guter Abschnitt, aber ich gebe mir Mühe. Während der Zeit der Aristokratie verwarfen die Tyrannen, die über Mondstadt herrschten, das Studium der Geschichte und jeglichen Gesang sowie Poesie, die auf historischen Ereignissen anspielten, waren offiziell verboten. Okay, ich glaube, da stimmt irgendwas mit dem Satz nicht, aber egal. Denn sie kannten das Ausmaß ihrer eigenen Entartung und wollten nicht, dass ihre Taten von den Annalen der Geschichte neben denen der Helden stehen würden. Aber die Winde der Geschichte wehen stark und letztendlich konnten keine Mauern hoch genug gebaut werden, um sie zu halten. Dieses Werk ist eine Sammlung aller Gedichte, Lieder und Legenden, die aus der Zeit der Aristokratie stammen, versehen mit Kommentaren der Archäologen. Ziel ist es, einen neuen Bericht über die Geschichte Mondstadts vom Zeitalter der Könige bis hin zum Fall der Aristokratie zu schreiben. Ein gewisses Maß an historischer Ungenauigkeit ist unvermeidlich, da bestimmte Details nicht mehr überprüft werden können. Wir können nur demütig hoffen, dass diese Arbeit die Vergangenheit für diejenigen aufklärt, die nach uns kommen, oder sie wenigstens dazu inspiriert, die Fakten der Geschichte auf eigene Faust weiter zu untersuchen. Dieses Buch ist insgesamt in drei Abschnitte unterteilt. Abschnitt 1, der Sturmkönig des Turms und der Wolf des Nordens, behandelt den Kampf zwischen den Königen von Eis und Frost vor Barbatos Ankunft. Abschnitt 2, die Erschließung Mondstadts, handelt von Mondstadts Vorfahren, einschließlich der Vorfahren der Aristokraten, aus der Zeit, in der sich die Landwirtschaft entwickelte. Zuletzt Abschnitt 3, Tyrannen, Erben und Rebellen, befasst sich mit der langen Regentschaft der Aristokratie im damaligen Mondstadt. Diese Arbeit kann künftigen Generationen als warnende Geschichte dienen, auch wenn dies ohne derartige Absichten zusammengestellt wurde. Die Freiheit, die Barbatos uns gewährt hat, ist auch die Freiheit, die es uns ermöglicht, die Fesseln der Vergangenheit auf der Suche nach der Wahrheit abzulegen. Meine einzige Hoffnung ist, dass dieses Werk im Geiste der Öffentlichkeit, Offenheit und Wahrheit der Leser endlich die Geschichte mitteilt, deren Weitergabe in der Vergangenheit verboten war. Okay, also es war jetzt ein sehr intensiver Text, also da wird nochmal über Königshäuser und Aristokraten geredet. Ich bin gespannt, ob wir noch mehr Bücher finden und noch mehr über die Geschichte Mondstadts erfahren. Ich gucke jetzt gerade erstmal, oh Gott, dieser war wirklich weit weg. Wie sind die da so schnell hingekommen? Kann ich mich hierhin teleportieren? Das wäre ganz praktisch. Ja, okay, es hat funktioniert. Sehr gut. Weil von der anderen Statue aus wäre das nochmal ein bisschen weiter gewesen. Oh, es regnet immer noch. Wunderbar. Ja, aber die Bücher, die sind sehr, sehr cool. Vor allem die, wo jetzt noch visuell diese Geschichte erzählt worden ist. So, die ist ja hier irgendwo. So ein bisschen. Ich weiß nicht so ganz, wo sie ist, aber ich hoffe, das ist okay so. Okay. Da ist schon eine Aktualisierung. Ich hoffe nur, dass ich nicht vorher abstürze. Das könnte gerade so reichen. Das wird knapp. Aber ich glaube, das reicht gerade noch so. So auf den letzten Metern, glaube ich. Oh, ja, 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 ja. Oh, das wird aber hier... Oh Gott. Nicht... Nein! Ah! Das war ja... Das ist ja ärgerlich, das war... Oh, ich habe was gekriegt. Sehr schön. Dann versuche ich es hier gerade gleich nochmal mit dem Gleiter.
Denn ich muss irgendwo eine Stelle finden. Okay, hier kann ich, glaube ich, direkt geradeaus. Und hier ist noch was. Ich denke, mit Lisa können wir das machen. Das hat nicht funktioniert, aber... Ja, das hat funktioniert. Oh mein. So. Wo ist denn die Amber? Naja, jetzt ist der falsche Hang, glaube ich. Aber was ist denn da? Meter. Ein bisschen tiefer, ja. Okay. So tief gelegen ist sie jetzt auch nicht. Hey, Amber. Schön, dich wiederzusehen. Great, you're here. Did you have a good read-through of the gliding manual? Got all the rules down? Naja. Waren da wirklich Regeln? Sounds like it was a real drag. I would know. I've been there. Vielleicht sollten wir ihr einfach nochmal das... Oh, the gliding manual is super dry. I couldn't get into it at all. Don't tell Jean, though. Okay. Really? Paimon thought there were some pretty cool stories in the gliding manual. Ich gerade sagen, ist doch ganz cool. Cool stories? Oh, you must mean the example cases in the appendix. Some of them I like. My favorite one is about the illegal animo slime takeoff. Hä? Hat sie uns das falsche Buch gegeben, oder? Apparently, if you pop an animo slime and take off in the burst of wind, it shoots you up really, really high. I really want to try it. Ich frag mich, ob man das wirklich ausprobieren no, kann. No, not that story. Paimon meant the one with the little bird who wanted to learn to fly. What? Let me take a look. Oh, shoot. This is the storybook I used to read as a kid. Oh, süß. Oops, sorry. I put both books in the same pile and must have grabbed the wrong one when I was leaving. Ja, wie schade. How in the heck do you confuse a bedtime story with an instruction manual? Ja, komm, die wir hatten ist doch viel schöner als... This is so embarrassing. Nein, das kann auch passieren. It's because, maybe deep down inside, that fairy tale is the thing that truly taught me how to glide. What you lacked was not wind. It's courage that's allowed you to become the first flying birds of this world. Reading that gave me the courage to glide, to become an outrider, and to become the gliding champion of Mondstadt. Oh, sie ist sogar Flugmeisterin. But anyway, let's get back to the exam. Don't be nervous. Just glide like you're used to. Okay then. You just need to follow the marked route to the finish. Na gut. Dann machen wir das. Oh nein. Oh Gott, das war jetzt ganz blöd von mir. Jetzt habe ich bestimmt Zeit verloren. Ah. Ja, irgendwie hat das aber nicht so ganz... Wie komme ich denn bitte auf diese Höhe da? So, jetzt. Oder? Ja, okay, gerade so. Ich sehe nicht, wohin. Hä? Oh nein. Ach, ich glaube, das ist nix. Mir fehlt einer. Oh nein. Wir müssen die Prüfung wiederholen. Oh nein. Okay. Das zweite Mal wird dann besser. Ich habe mich ein bisschen ungeschickt angestellt. Ja, das stimmt. If you want to try again, just let me know. Na klar. Cool. You'll make it this time. I just know it.
Die ist voll die süße Motivatorin. Aber mal gucken. Moin. Okay, das ist aber hier ganz knapp gewesen. Okay. Yay. Okay, haben wir es geschafft? Jetzt ein Fragezeichen über dem Kopf. You nailed it. But it's no surprise, given the way you handle your glider in a storm. Yay. The next part of the exam is in Mondstadt. See you there. Don't keep me waiting. Na super. Das war natürlich klar, dass es jetzt nicht damit gegessen ist. Alrighty then. You heard her. Back to the city. Let's not keep her waiting. Ja, ich gucke hier vielleicht noch ein bisschen, aber... Das ist so ein Pflanzending, ne? Aber hier. Ach, so eine Windmühle schon wieder. Was steht denn da hinten? Dr. Edith. Hallo Reisende, hast du Lust, die Geschichte von Vanessa zu hören? Ja, warum denn nicht? Aber Vanessa? Ja, sie ist die große Heldin, die den Mondstadt befreit hat. Einst war sie nichts weiter als eine Sklavin. Doch dann lehnte sie sich gegen den Adel auf und brachte Mondstadt die Freiheit. Okay, das ist doch alles das, was Barbatos will. Der Legende nach ist sie an dieser Stelle nach Celestia aufgestiegen, von wo aus sie nun als Göttin über Mondstadt wacht. Unter den Gelehrten besteht eine Einigkeit darüber, was dazwischen geschah, doch alle Geschichten enden an dieser Stelle. Okay. Nicht wahr? Ihr ganzes Leben hat sie dem Widerstand gewidmet. Das muss der Freiheitsgeist von Mondstadt sein. Genau, Mondstadt ist ja... die Stadt der Freiheit. Wenn du mehr über die Vergangenheit wissen willst, warum liest du nicht dieses Buch? Okay, wir kriegen schon wieder ein Buch. Oder doch nicht. Ich frage mich gerade, wenn Vanessa jetzt über Mondstadt wachen sollte, heißt das ja, dass... oh, da hinten ist noch ein Elektro-Ding. Also Vanessa hört sich jetzt für mich weiblich an. Aber ich verstehe es jetzt nicht so ganz, dass Barbatos irgendwie so ein... Obwohl, kann ja eigentlich nur in Anführungsstrichen eingeben. Oh, gut. Dann haben wir wieder Geflügel. Ja, ich bin gespannt, ob wir da auch noch mal irgendwie Sachen zu finden. Zu Vanessa, der wenn die über Mondstadt wacht, dann ist hier vielleicht der Anemo Archon. Aber eigentlich ist es doch Barbatos, also es ist irgendwie gerade verwirrend. You're in for a little shock. Alles klar. Ich frage mich zwar, was dieser Baum hier soll. Der steht ja wahrscheinlich auch schon seit Ewigkeiten.
Er scheint irgendwas Besonderes zu haben. Oh, hier ist irgendwo eine Truhe. Die habe ich ja gar nicht gesehen. Is this an answer from this world? Das habe ich jetzt nur, weil da stand, die Truhe öffnen. Oh, da war aber viel drin. Sehr gut. Okay, ich mache alles, nur kein Feuer. Okay, jetzt ist es zu viel Feuer. Freeze. Okay, wir haben ein paar Gerichte. Und noch ein paar Sachen, die wir herstellen können. Oh, haben wir irgendwas freigeschaltet? So, und noch eins, dann haben wir das sicher auch irgendwie. Alles klar. Damit wir uns auch zwischendurch ein bisschen auffüllen können. Oh. Habt ihr das gesehen? Da war so ein Kreis um das Viereck, deswegen bin ich da gerade drauf gegangen. Ein Special Dish? Wie? Oh! Das sieht anders aus. Okay, das... Das muss ich jetzt nochmal ausprobieren. Das sieht auch schon wieder anders aus. Okay, da gibt es keinen mit einem Bonus. Ich wundere mich jetzt gerade aber wirklich, so, jetzt habe ich die auch freigeschaltet, dass das nirgendwo mal erwähnt wurde. Also ich habe es jetzt aus Zufall gesehen, weil da ist auch nichts, schade. Hier was? Ja, da war auch so ein... Okay, von Kea gibt es ein besonderes Gericht. Okay, gucken wir mal. Sah das anders aus? Ich glaube nicht. Mal gucken, ich habe ja ein paar Zutaten. Komisch. Muss ich aber gerade noch mal... So, was haben wir hier? Kundschafter-Steak. Belebt die gewählte Figur wieder und stellt ihr 10% LP sowie zusätzliche 150 LP wieder her. Ambers Spezialzubereitung. Eine Seite ist noch vollständig roh, die andere verbrannt und verströmt einen leicht beißenden Geruch. Schließ die Augen, beiß rein und mach Amber eine Freude. Okay, Amber kann anscheinend nicht so gut in der Küche handwerken, was ja auch in Ordnung ist. Trotzdem überlege ich jetzt gerade, muss ich das doch dann auch abheben? Das will ich natürlich auch wissen, was ja der Kea für eins kreiert. Weil es sieht ja doch ein bisschen anders aus und vor allem sehr süß mit ihrer Haarschleife als Zahnstocherstick.
Na komm schon. Nein. Haben wir denn... Da haben wir nicht genug Sachen. Hier Pfeffer kann ich leider auch nicht selber machen. Sehr cool, das ist mir jetzt nur aus Zufall aufgefallen, aber wenn jeder ein Special Gericht hat mit sehr cuter Ausführung, so wie bei Amber, mit ihrem Haarschleif hier oben als Stick, bin ich schon echt froh, dass wir ein bisschen kochen können. Das hat irgendwie was... Oh, Süßes. So. Verfolgt mich. Ein Schleim. Hier hinten sind Lichtschurle, aber vielleicht kann ich die Fässer treffen. Schade. Das sind vielleicht auch gar keine Pulverfässer. Ach doch! Ah, einer ist da noch. Oh, okay. Das war auch noch mal so eins. So, wo müssen wir denn hin? Ich bin ja schon auf halbem Weg zurück, ne? Oh, was haben wir denn da? Das glitzert. Alles klar, sehr schön. Okay, die haben eine Kiste. Cool it. Dodge this. Alles klar, was liegt hier? Maske. Fascinating. Und ein bisschen was aus der Kiste. Sehr schön. So, ich bin hier schon in unbekanntem Territorium, aber da hinten... So. Es hat mich trotzdem verletzt, das gibt's nicht. Aber da hinten... Jetzt habe ich so ein... Teleporting. Sind wir denn hier? Kleine Mühlenstadt. Oh, das sind Leute. Das sieht ja cool aus.
Finn und Jarv. Hallo, wenn du jemand mit auf die Jagd nehmen willst, solltest du dich nach jemandem anderem umschauen. Oh, Entschuldigung. Scheint echt nicht gut drauf zu sein, aber wer bist du? Ich bin Ellen, eine Jäger. Zumindest will ich mal einer werden. Im Moment bin ich fleißig dabei, die Techniken von Jarv zu lernen. Wird er wahrscheinlich eh nicht tun, aber wir können ja mal fragen. Jarv ist sehr erfahren und hat mir viel beigebracht, beispielsweise wie man die Windrichtung liest, um zu verhindern, dass die Beute unseren Geruch erfasst. Okay. Konnte sogar auf den ersten Blick sagen, dass der Bogen, den ich benutze, für meine derzeitigen Fähigkeiten nicht mehr geeignet war. Er hat dann einen neuen für mich mit seinen eigenen Händen hergestellt. Danke dafür, dass du mit mir gesprochen hast. Erlaube mir, dir meinen alten Bogen zu geben, da ich ihn nicht länger anwende. Okay, ich habe einen Jagdbogen gekriegt. Ich glaube, den hatte ich zwar schon, aber das ist sehr nett. Was ist da? Eine Kartoffel und ein Rettich. Okay. Was ist das? Fell-Anemo-Pilz. Wie soll ich denn da hochkommen? Okay, das ist hier wirklich mitten am Nirgendwo. Ist auf jeden Fall eine Ortschaft, wo wir nochmal hingehen sollten bei Zeiten. Da. Noch ein bisschen Weizen, okay. Bisschen Dämmerfrüchte. Jetzt bin ich auch schon wieder am Ufer. Da hinten war der Teleportationspunkt. So, hier rüber. So. Alles klar. Wir haben einen Teleportationsmarker freigeschaltet. Das heißt, wir können hier immer wieder hin zurück. Da war ein Glühwürmchen. Na, warum zeigt ihr mir es jetzt nicht mehr an? Come a little closer. You've been a naughty boy. Komisch. Jetzt. Ein bisschen noch von den Zuckerblumen. Gleich komme ich wieder in den Bereich, den ich schon halbwegs kenne. Thank you.
bisschen Geflügel. Genau, war hier nicht irgendwo so ein Mädchen oder ein Junge, der hier diese Samen haben wollte? Ich muss ich aber auch alle hier in dem Dreieck einfach mal verwehen lassen. Na komm. Ach, hallo. Hey Kleiner. Oh, hast du vom Löwenzahnmeer gehört? Jaha, es gibt dieses Buch, das ich gelesen habe. Ach so, na gut. Das hat er ja schon alles erzählt. Ich dachte nur, der will vielleicht hier die Samen. Should we tell him or not? So, dann gucken wir doch mal. Hä, hier war ich, glaube ich, war ich hier schon mal? So, mal gucken, wo Amber wartet. Okay, wo bin ich jetzt hier? Hä? Irgendwie verlaufe ich mich immer noch in Mondstadt, obwohl ich hier ja schon öfter durchgelaufen bin. Aber es gibt so viele Verwinklungen. So, hier war der Orden, ne? Zapfen. So, die Amber ist hier irgendwo. Da ist sie ja. Hey, here, over here. Yep. I'm all set up. Let's carry on with the exam. Total. Same deal as before. Glide through the markers and get to the finish without stopping in the middle. Okay. Oh nein, über die Statue. Oh Gott. Oh nein, jetzt habe ich hier fast schon. Oh ja, 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 ja. Ja, aber wie sollen das bitte gehen? Ohne abzusetzen, naja. Das wird sie mir nicht wahrscheinlich durchgehen lassen. Oh, bitteschön. Ich glaube, das kann ich irgendwie direkt von vorne machen, oder? So. Ja, fantastisch, nicht? Ich bin da an diesem Flügel hängen geblieben. So, jetzt? Oh Gott, ich hänge jetzt hier am Flügel. You didn't hurt your... Once you're ready, let... Nee, wir haben uns nicht verletzt. Keep a firm grasp.
Okay, das war schon besser. Okay, 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 okay. Ja. Eieieiei. Ui, da war ich aber bei weitem nicht. Eine Kiste. Obwohl, ich bin gerade mit... Obwohl, die Zeit läuft ja nicht mehr. Und da oben war irgendwo so ein Teleport-Ding. Aber ich weiß jetzt auch ehrlich gesagt nicht, wie ich das jetzt wieder gerade biegen soll. Aber wenigstens läuft keine Zeit. Ah, da. Das ist auch noch eine Kiste. A reward on the road. Ist da oben noch weiter? Nee, ich spreche mal mit ihr. Seems like you've got the hang of wind gliding now. Let's do the final stage. Okay, ja. Gott sei Dank. Easy. You've flown this way before anyway. Once you've passed this final stage, you'll finally be able to get your very own gliding license. Yay! Just keep thinking about that license. Ready? Okay, wo muss ich jetzt hin? Okay, okay, okay. Oh je, hier muss man ja selber die Kamera drehen. Oh Gott. Jetzt habe ich ein paar verpasst, aber egal. Vielleicht muss ich auch gar nicht alle haben. Sondern die zeigen mir nur den Weg. Windborne Traveler, you are required to land at once by the order of the Knights of Favonius. I am Otto of the Knights of Favonius. Hallo Otto. What's going on? Please, show me your gliding license. Graf von Hoppel hat sie gefressen. Das, ja. It is against the law to glide without a license. I am arresting you under Section 7, Was? Article 12 of the Mondstadt Penal Code. Nein, Emma, hilf uns. Wir machen doch gerade unseren Flugschein. You have the right to remain silent. Anything you say will forever carry on the wind. Okay, nein, aber kann ich nicht sagen. Wait, I'm an instructor. This is a gliding exam. Oh, danke, Amber. Oh, I see. Wollte uns. Well, you picked a bad time to hold your gliding exam. Wieso? Really? Why? The Knights of Favonius received a report from a sister at the cathedral, claiming she saw Raptor gliding around these parts. I thought your student here must have been his partner in crime. Ein komischer Vogel? Raptor? Who's that? A known criminal in Mondstadt. He always uses a wind glider to commit his crimes, so people started calling him Raptor. Okay. Wow, he flies fast then. So far, we haven't managed to catch him. Our plan this time was to draw him into the cathedral with a precious artifact and ambush him inside. But he escaped with the artifact. Wir haben den aber nicht gesehen. Fortunately, one of the sisters put some secret markings on the artifact using elemental magic. Oh. But he was too fast, and we couldn't even keep up with the trail the markings left behind. Well, if you need help chasing down a gliding criminal, I'm the one for the job. So tell me, which way did he go? As far as I know, he was last seen near Springvale. But that was some time ago. Leave it to me. With us chasing him down together,
He doesn't stand a chance. Okay. Once we've got this raptor guy, we'll pick up where we left off. Sehr But gut. No need to worry. I'll be sure to have a word with Jean. Oh, Abenteuerstufe 9. Okay. Das ist ein komischer Vogel. Gut, jetzt hat sich unsere das Mädchen mit den Anemo-Siegeln. Okay. Jetzt hat sich unsere Flugprüfung in Kriminalkommissariat umgewandelt. gut, wir sollen dem komischen Vogel folgen. Ja, möge die Jagd beginnen. Das würde ich aber tatsächlich jetzt für den nächsten Part aufsparen, sonst wird das hier alles ein bisschen zu lang. Und ich glaube, es ist schon relativ viel Spannendes und Schönes passiert. Ich gehe mal zurück gleich zur Statue. Ist mal ganz spannend, wenn da auf einmal die Waffe auf dem Rücken erscheint. Ne? Und irgendwann ist sie, glaube ich, weg. So, da oben war auch noch, da müssen wir mal später gucken, je nachdem, ob wir dann nochmal sehr hoch gleiten können mit dem Gleiter. Da war irgendwo auch so ein Teleportermarker. Vielleicht geht das auch von der Statue später aus. Das weiß ich nicht. Aber mal gucken. Also hier habe ich auf jeden Fall keinen Dieb gesehen, der an uns vorbeigekommen ist. So. Oh, Entschuldigung. Ich habe den Hintern angegrapscht. Nicht absichtlich. Huch. So, ich will da auf die Hände. Ich bin auch jetzt, wo bin ich? Hello? Oi, 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 oi. Okay. Das war knapp. Bin jetzt auch gespannt, ist Barbatos jetzt der Gott oder Vanessa oder wie auch immer. Ich denke, das werden wir dann alles herausfinden. So, ich will doch nur hier sitzen. Sehr schön. Dann würde ich sagen, es bleibt spannend. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.